Wir sind eine Einkaufsgemeinschaft, aber auch offen für andere Kunden. Wir sind eine Mischung zwischen Supermarkt, hier läuft sehr viel Ware durch. Wir haben gut zu tun, aber wir haben auch ein enges Verhältnis zu unseren Kundinnen, zu den Produzenten und zu den Händlern. Und wir nehmen von unseren Bäuerinnen auch Ware ab, die leichte Fehler hat. Also wir haben zum Beispiel jetzt da diese krummen Gurken. Die schmecken extrem gut. Das ist eine besonders schmackhafte Sorte. Die ist krumm. Da muss man ein bisschen rumschälen, wenn man denn die Gurke schälen will. Aber dafür hat man ein besonders gutes Produkt. Und es wird nicht weggeschmissen. Es wird ausgeliefert. Und in diesem kleinen, guten Laden können wir das den Kunden transportieren. Also, dass wir krummes Gemüse haben oder vielleicht mal einen Apfel mit Schorf, das verkaufen wir hier als Qualitätsmerkmal. Weil das ist etwas, was oft alte Sorten auszeichnet, was die Natur einfach ganz normal produziert. Und warum soll das weggeschmissen werden? Das ist ein extra Bonus, den die Kundinnen hier in diesem Laden haben. Weil sonst kriegen sie es nicht. Vielleicht kriegen sie es an einem kleinen Stand auf dem Markt noch. Aber dann nur einmal in der Woche. Und ob da jetzt Handelsklasse 1 oder 2 draufsteht, ist für uns nicht so wichtig. Die Leute sehen ja, was sie kaufen. Nämlich, dass diese Gurke krumm ist und im Zweifelsfall sogar besser schmeckt, weil es eine bessere Sorte ist.